Konzept des hybriden Lichtsystems Layers of Light gemeinsam anzuschauen, zu erleben. Mein Name ist Jürgen Nase, bin Lichtdesigner, war über 25 Jahre am Deutschen Theater tätig und es ist mir eine Freude, Ihnen so reichhaltige, vielseitige LEDs zeigen zu dürfen, wie sie hier eben von ETC hergestellt werden. Layers of Light, wir machen das einfach mal, Ebenen des Lichtes. Wir fügen verschiedene Lichtquellen, verschiedene Lichtrichtungen, verschiedene Farben zusammen. Ich benutze ein Glühlicht aus der einen Richtung, einen Scheinwerfer aus einer anderen Richtung, das sind schon LEDs. Füge Farbe mit LEDs hinzu, dann noch ein Rücklicht, um etwas Dimension zu erzeugen. Färbe den Hintergrund mit LEDs und setze auch noch Entladungslampen, Moving Lights ein. Das ist mit Layers of Light gemeint. Wir fügen hochwertige, qualitative Lichtquellen zusammen und machen daraus spannendes Licht. Was muss ich jetzt beachten, wenn ich das Thema, was uns alle im Moment bewegt, die neue Lichtquelle LED, zusammen mit den guten bisherigen Lichtquellen einsetzen will und wenn ich vor allen Dingen nicht auf das, was ich bisher als Gestaltungsmittel hatte, Glühlicht, Entladungslicht, Leuchtstofflicht, verzichten will? Was muss ich dabei bedenken? Ich muss an LEDs dieselben Anforderungen stellen wie an die bisherigen Lichtquellen. Und zum Beispiel, es muss sich genauso gut dimmen und kontrollieren können wie die anderen Lichtquellen. Ich sage Ihnen jetzt nicht, was hier in 15 Sekunden hochdimmt und was hier in 15 Sekunden hochdimmt. Es könnte hier LED sein oder da. Wir schauen einfach mal, was passiert. Zwei Scheinwerfer dimmen gemeinsam in 15 Sekunden hoch. Und die jetzt tricksen, gucken nach oben. Das ist gemein. Also, es darf nicht einbrechen, es muss sich von der Kurve genauso verhalten, es darf kein Flackern sein und ich dimme die beiden Lichtquellen nochmal nach unten. 15 Sekunden Outfade. Und dieses Glühlicht, Sie sehen ja, wie das so schön langsam verschwindet, der LED hier macht dasselbe. Es ist kein Unterschied. Ich habe sie aber beschwindelt. Das war das LED und das war das Glühlicht. Zweiter Aspekt von Licht, Farbe. ETC geht einen anderen Weg. Wir haben mehr Farben als RGB und RGB Weiß und RGB Amber und ich zeige sie Ihnen erst und ich will dann drauf kommen oder mit Ihnen gemeinsam erleben, dass das einen substanziellen Unterschied macht. Wir denken alle und theoretisch ist es möglich, aus RGB alle Farben und Weiß zu erzeugen. Wir schauen jetzt mal die 7 Farben dieses Farbmischsystems an. Rot, Orange, Amber, Grün, Cyan, Blau, Indigo. Sie fragen sich zu Recht, warum diese Farben, warum so viele Farben? Und macht das einen Unterschied? Ja, hier sind ganz viele Farben drin. Und wenn ich im Licht nicht auch ganz viele Farben habe, dann kann ich diese Farben nicht sehen. Ich zeige es am Beispiel von Ambergelb. Wenn ich mit RGB Ambergelb mischen will, dann muss ich Rot und Grün verwenden. Ich beginne mit Rot und füge Grün dazu. Passiert Folgendes. Es sieht auf Weiß oder auf meiner Haut amberfarben aus, aber weil das nur Rot und Grün ist, reagiert Rot und Grün ganz heftig. Und eigentlich sieht es ja nicht amberfarben aus. Was muss ich denn tun, damit das Ganze amberfarben ausschaut? Ich habe mehr Farben, ich habe 7 Farben. Ich fange an mit Rot, füge Orange dazu und dann noch Amber. Und jetzt sieht alles amberfarben aus, weil viel mehr Farben drin sind und es passiert eigentlich dasselbe, wie wenn Sie eine Lichtquelle, einen Glühlichtscheinwerfer oder Entladungslampe filtern würden. Sie haben ein viel reichhaltigeres Spektrum und vor allen Dingen ein gleichmäßigeres Spektrum. Ganz krass und ganz heftig ist es bei Blau. Ich kenne kein LED-Gerät, das mehr als ein Blau hat, außer diesen.
Und wenn ich ein LED-Gerät RGB mit Blau habe, dann habe ich ein Blau. Und wenn ich dieses Blau da drin treffe, dann habe ich es halt vielleicht getroffen, aber vielleicht treffe ich es auch nicht. Und wenn ich ein anderes Blau brauche, dann habe ich kein anderes. Ich zeige Ihnen, was möglich ist, wenn ich mehr Blautöne habe. Fang wieder an mit Blau. Dann füge ich ein Indigo dazu und schauen Sie schon, was an Tönen beim Fade passiert. Und wenn ich die hellen Blaus sehen will, dann füge ich ein Cyan dazu. Und wenn ich das Blau jetzt behalten will, aber ich möchte nur das Rot sehen, ohne das Blau groß zu verändern, dann füge ich ein paar Prozent Rot dazu. Ich mache das nochmal rückwärts. Sie können Farben gezielt hervorheben, gezielt verschwinden lassen. Und zwar in unendlich vielen Tönen. Nochmal, ich möchte nur ein bisschen Rot sehen. Weiterer Aspekt von Licht ist natürlich Intensität, Helligkeit. Das ist Glühlicht, blau, gefiltert, 750 Watt. Und weil da gar kein Blau drin ist oder ganz wenig, sieht es halt grünlich aus und nicht besonders brillant. Wir haben hier 750 Watt. Wir haben hier das Ganze mit LEDs gemacht und das ist schon mehrere Blautöne mit etwas Rot. Wir reden hier über 40 Watt. Wesentlich heller, wesentlich brillantere Farbe. Nächste schwierige Aufgabe für RGBs ist Weiß. Ich kann ja eigentlich angeblich aus RGB Weiß erzeugen. Ich sehe trotzdem nicht besser aus als sonst in diesem Licht. Krass wird es und deutlich, wenn ich unser Lieblingslicht dagegen mache. Das ist das Licht, in dem wir am liebsten sind. Da sieht unser Essen gut aus, wir sehen gut aus, wir sind da, fühlen wir uns zu Hause. Das ist eine Welt. Wenn ich mehr Farben habe, dann kann ich mit LED-Licht etwas viel angenehmeres, schöneres, natürliches machen. Das ist ein warm LED-Licht, was viele Farben zeigt und was auch, ich sage jetzt mal, Hauttöne nicht schlecht wiedergibt. ETC war nicht zufrieden nur mit diesen 7 Farben, sondern hat gesagt, ja, hier haben wir ganz viele starke Farbmöglichkeiten, aber wenn wir Pastelltöne wiedergeben wollen, brauchen wir eine zweite Baureihe. Vivid mit Orange, Rot-Orange. Lüster, statt dem Rot-Orange ist es eine LED getauscht, ein Weiß. Damit können Sie ganz viele und feine Pastelltöne erzeugen. Auch hier ganz viele Farben möglich, feinere Farben, hier kräftigere Farben. Es gibt noch 2 Leistungsklassen. D40, 40 LEDs ohne Lüfter. D60, 20 LEDs mehr, 50% mehr Leistung, ein großer, leiser Lüfter. Ja? Hier vielleicht bei sensiblen Anwendungen, hier mehr Leistung. Wenn Sie LEDs mit Glühlicht in einem hybriden System verwenden wollen, ist es ganz wichtig, dass der LED-Scheinwerfer, nein, da ist er ja, ich habe ihn verwechselt, dass der Glühlicht und der LED-Scheinwerfer sich gleich verhalten. Wenn Sie Glühlicht dimmen, ändert sich die Farbtemperatur, es wird wärmer. Wissen wir, gehen wir mit um, aber ist manchmal fatal. Es wird dunkler und die Farbe ändert sich. Der LED-Scheinwerfer oder der LED muss das gar nicht tun. Der hält die Farbe, aber wenn Sie beide gemeinsam benutzen, brauchen Sie eine Funktion, die sich Redshift nennt, nämlich, dass das LED auch Rotanteile dazu mischt. Ich dimme nach unten. Ich denke, trotz des Umgebungslichts sieht man, dass auch der wärmer geworden ist. Das funktioniert bei allen Farben. Einmal rosa gefiltertes Glühlicht, angepasstes LED-Licht. Ich dimme nach unten, andersrum. Und beide reduzieren ihren Rotanteil. Zum besseren Wahrnehmen, 2 LED-Scheinwerfer, einmal mit Rotverschiebung, der wird wärmer. Der hält die Farbe. Es ist viel Restlicht, aber ich glaube, man kann es trotzdem sehen. Es sind 2 verschiedene Farben. Jetzt gibt es weitere LEDs, weitere LED-Bestückungen. Reines Glühlicht, reines Warmlicht. 40 LEDs, nur Warmlicht. Natürlich mehr Leistung. Verglichen mit Glühlicht, mit richtigem Glühlicht,
denke ich, man sieht, das ist nicht zu 100% dasselbe. Aber es kommt dem sehr, sehr nahe. Und ich glaube, man kann es miteinander verwenden. Und darum geht es. Wenn Sie eine andere Farbtemperatur brauchen, gibt es eine reine Tageslichtbestückung. 6500 Kelvin, 40 LEDs, richtig viel Licht finde ich schon, für 140 Watt. Und Sie können Tageslicht haben an Orten, wo Sie gar nicht dran denken konnten. Ich kenne ein kleines Theater, die haben so eine Deckenhöhe, da hängen die Scheinwerfer im Griffbereich. Da konnten Sie keine Jalousie gebrauchen, keine Hitze, kein Vorschaltgerät. Die haben jetzt Tageslicht, da haben die 20 Jahre darauf gewartet, im Schauspiel endlich mal Tageslicht zu haben. Es gibt einen weiteren LED-Scheinwerfer von ETC und der kann nur Weißlicht. Aber der kann sein Weißlicht stufenlos in der Farbtemperatur ins Warme ändern. Der kann es stufenlos in den Kaltbereich 6500 Kelvin ändern und wieder zurück zu neutral. Und wenn Sie Kameras haben und sensible Anwendungen und Sie müssen die Rot, den Rot-Grün-Anteil, Rot und Magenta verschieben, dann kann er in Plus-Grün gehen und in Minus-Grün und wieder zurück zu neutral. So, ich habe mir widersprochen, ich wollte sagen, behalten Sie alle Lichtquellen, Glühlicht, Tageslicht, Leuchtstoff und fügen Sie gutes LED-Licht hinzu. Aber ich habe Ihnen gezeigt, der kann alle Farben, ganz viele, der kann gutes Warmlicht, der kann gutes Kaltlicht. Sollen wir nicht doch alles ersetzen? Nein, ich bin überzeugter Fan von Glühlicht. Ich glaube, das kann Dinge und hat eine Qualität, die kann kein anderes. Zum Beispiel, brauche nur gutes Weißlicht. Gute Farbtemperatur, gute Farbwiedergabe, ein einfacher Apparat, der kostet nicht viel und ist einfach zu regeln und einfach zu handhaben. Warum soll ich den mit drei LED-Geräten, mindestens, also bis zu 16 Kreisen hat? Nein, fügen Sie eine Lichtquelle, ein Gerät, einen Pinsel Ihrer Farbpalette, Ihren Möglichkeiten hinzu. Benutzen Sie zum Beispiel Glühlicht als Grundlicht, und benutzen die LEDs, um das Glühlicht zu färben. Vielleicht noch wärmer zu färben. Oder Sie können das Glühlicht mit den LEDs ins Kalte kippen lassen. Oder Sie gehen andersrum. Sie nehmen die LEDs als Grundlicht, stärken im Farbbereich und benutzen das Glühlicht nur, um ein bisschen die Haut schöner darzustellen. Vielleicht auch die LEDs alleine bei Farben, die man sonst gar nicht vernünftig erzählen kann, weil wenn das jetzt ein Paar wäre und da wäre Congo Blue drin, dann wäre die Farbe wahrscheinlich schon kaputt, und zwar kurz nachdem ich sie reingetan habe. Also ein paar Stimmungen. Gemischtes Licht, hybrides Licht, Layers of Light, aber mit LEDs, die nicht auffallen, die genauso viele und gute Farben haben, die optisch gut sind, die präzise regelbar sind, wie unsere bisherigen Instrumente. Ein bisschen mehr Stimmung, Emotion, vielleicht eine romantische Stimmung, noch mehr Farben, Showlicht auch und Entladungslampen, Moving Lights kombiniert. Als letztes will ich Ihnen zeigen eine Neuentwicklung, das sind Prototypen, aber es gibt einen Horizontaufsatz für den ETC-LED-Kopf und der macht das Gerät wertvoller, weil Sie es noch vielseitiger einsetzen können. Wir reden jetzt, wenn ich das Weiß anmache, über 225 Watt. Sie können den Horizont in jeder Brennlage, es gibt keine verbotene Brennlage, es gibt keine Hitzeentwicklung, Sie können den Horizont wunderbar beleuchten. Und es wird noch besser, zum Beispiel bei Blau. Wir reden im Moment über 80 Watt insgesamt oder sagen wir mal 100 Watt. Ich kann kräftige Farben machen, alle möglichen Farben, unendlich viele Töne und ich kann auch das machen, was ganz wichtig ist, ich kann ganz nuancierte Farben machen, ganz feine Töne, ein feines Amber und ein feines Blau oder auch ein feines Grün, alles Mögliche. Und wenn Sie bestimmte Dinge oder diffizile Sachen beleuchten wollen, dann brauchen Sie ganz viele Farben, weil wenn da viele Farben drin sind und Sie leuchten es dann mit drei Farben, Rot, Grün und Blau, dann kommen auch nur drei Farben zurück. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Ihre Kraft am Ende der Messe. Aber halt, ich lasse Sie nicht gehen.
Die können inzwischen natürlich auch, weil sie nicht so viel Hitze haben, sie können die Gobos selber machen. Wir haben einen Wettbewerb. Sie können ihr Gobo gestalten. Das Schönste wird prämiert und Roscoe wird das Gobo als Glasgobo fertigen und Sie können dann einen Source for Mini gewinnen. Also, ein einmaliges Gobo, Ihr Gobo, die Chance ist groß und vor allem die Chance, mit LEDs zu spielen, mit Licht zu spielen. Und es gibt nichts Schöneres. Vielen Dank. Und kommen Sie auch gut nach Hause heute.